Hey, na, Fatih, schön dich wiederzusehen. Stell dich mal bitte hin. Ich zeig dir heute, wie man mit dem Philips OneBlade eine perfekte Kontur hinbekommt. Sehr gut. So, Fatih, normalerweise würde ich es mit meinem Equipment machen, aber ich zeig dir mal heute, wie man es mit dem Philips OneBlade macht, ja? Wichtig ist, dass du erst die Kontur ziehst und dann den Rest entfernst, ne? Mit dem Schneidekopf hier die Kontur ziehst und dann den Rest einfach ausarbeitest. Das ist nicht ganz so gut gelungen wie bei dir, aber mit ein bisschen mehr Übung. Also setz das doch vielleicht mal so an, dass du hier mit dem Schneidekopf und den Winkel vielleicht hier, weißt du? Ja, genau. Ja, genau. Und dann, dann perfekt, genau. Sehr gut. Sieht doch schon mal super aus. Ne? Und zwar setzt du auch wieder in dem Winkel erst die Kontur auf und dann kannst du hier mit dem ganzen Schneidekopf den Rest ausarbeiten. Super. Das ist gut. So, Fatih, wenn du dein Bart auch ein bisschen länger wachsen lassen möchtest und das Grobe abschneiden möchtest, dann kannst du hier mit der Klinge nur den Aufsatz abnehmen und nur mit der Klinge das Äußerste wegschneiden. Somit kannst du auch eine sehr gute Form erarbeiten. Ist doch super geworden, Fatih. Das schaffst du doch beim nächsten Mal auch zu Hause. Ja, ich dachte, es ist auf jeden Fall schwerer, aber danke für die Tipps und ich denke, das werde ich hoffentlich beim nächsten Mal selber hinkriegen. Alles klar, mach's gut. Danke schön.